Hallo Sophia, ich grüße dich. Hey Felix, wie geht's dir? Gut, danke. Weißt du, wo Silas ist? Ich dachte, er wäre auch dabei. Nö, willst du ihn sehen? Ich dachte, du willst uns sehen, deshalb hatte ich mich so gefreut. Ja, auch, aber eigentlich habe ich ein paar Fragen an Silas und ich denke, er kann sie mir beantworten. Weißt du, wo er ist? Nein, aber ich frage mal Lynn. Lynn, weißt du, wo Silas ist? Felix versucht, ihn zu erreichen. Hallo Felix, nein, leider nicht, aber hast du ihn versucht, auf dem Handy zu erreichen? Nein, konnte ich nicht, mein Akku ist leider leer. Okay, dann versuche ich ihn mal anzurufen. Was willst du eigentlich von ihm? Ich habe ein paar Fragen und ich denke, er hat da ja Antworten zu diesen Fragen. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, warte, ich mach dich auf laut, dann kannst du es ihm selber sagen. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Kommt, wir feiern Gottesdienst. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute am Sonntag Letare. Schön, dass Sie heute Morgen alle hier anwesend sind in Halsdorf. Die Stunde ist gekommen. Für uns die Stunde des Gottesdienstes. Für Jesus nämlich was anderes, nämlich die Stunde seiner Passion, das Ende seines Lebens auf unsere Welt. Heute Morgen feiern wir Gottesdienst am Sonntag Letare. Letare heißt übersetzt, freut euch. Freut euch mit Jerusalem. Aber worauf eigentlich freue ich mich? Welche Gründe habe ich denn, mich zu freuen? Die Frage haben wir schon vielleicht bei dem Anspiel mit den Konfis ganz am Anfang dieses Gottesdienstes ahnen können. Und sie wird uns an jeder Stelle dieses Gottesdienstes begleiten. Ich freue mich auf diesen Gottesdienst mit Ihnen und euch und mit Gott, der immer da ist, anwesend, mitten unter uns. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen von Gott des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gottes Liebe ist so wunderbar, wir singen das erste Lied und dabei begleitet uns den Posaunenchor. Worte aus dem Psalm 84 mit einem Leitvers aus Psalm 105. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Lasst uns beten. Manchmal sind unsere Gefühle zwiegespalten zwischen Angst um die Zukunft und Freude auf eine Verheißung. Genau da bist du, Gott, wenn wir am Zweifeln sind, ob wir wirklich das Korn in die Erde setzen sollten oder es lieber für uns behalten, wie wir es kennen. Gib uns den Mut, die Oberhand über unsere Angst zu gewinnen. Schenke uns die Freude, die uns Kraft und Vertrauen gibt. Wir wollen uns mit dir freuen. Amen. Wir hören jetzt das erste Lied, Korn, das in die Erde. Sie können gerne zu Hause mitsingen. Thank you.
Heute wollte ich, weil es auch dringend dran ist, ein paar Tomaten pflanzen. Und dazu brauche ich ein bisschen Erde, ein paar Zuchttöpfe und natürlich auch Saatgut. Ah, und natürlich auch ein bisschen Wasser. Ja, ich bin zwar kein Spezialist, aber ich finde, vielleicht gerade deswegen, diesen Prozess der verschiedenen Entwicklungsphasen, Wachstumsphasen, total spannend. Ich finde das total spannend, weil ich nicht alles verstehe, weil ich nicht alles kapiere, weil ich nicht alles weiß, wie alles funktioniert. Alles, was das Wachsen einer Pflanze angeht. Im letzten Jahr habe ich zum ersten Mal Tomaten gezüchtet, gepflanzt und die sind ja groß geworden, dank auch der Sonne, des schönen Wetters. Ja, und ich war ja total gespannt, wie es ist, ob es klappt oder nicht klappt. Und ich habe auch am Anfang regelmäßig, jeden Tag endlich, nach den Töpfen geguckt, ob sich irgendwas getan hatte, ob ich irgendwas sehen konnte, ob eine grüne Stelle mitten in der Braun sich zeigt. Diese Entwicklung, diese Aufmerksamkeit, die man der Pflanze schenken soll, das finde ich auch total wichtig. Und ich glaube, das kann man, glaube ich, gut mit dem Glauben vergleichen. Und irgendwie haben mir sowohl das Lied als auch den heutigen Predigttext daran erinnert, dass es für jede Sache eine Stunde gibt. Und dass man auch vielleicht Gott mit einem Korn vergleichen kann. Dass man in die Erde legt. Hören Sie mal selbst in Johannes Evangelium im 12. Kapitel. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Sie traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Liebe Gemeinde, diese Stelle folgt eigentlich dem Einzug Jesu in Jerusalem. Da wurde Jesus gelobt, geliebt, fast vergöttert. Eigentlich würde ich fast sagen, verherrlicht. So wie wir heute vielleicht das Wort verstehen würden. Nun aber kommen einige Griechen zu zwei Jüngern Jesu. Zu Philippus, der selbst zu Andreas geht, um den Wunsch der Ersten weiter zu leiten. Wir wollen Jesus sehen. Doch eine Begegnung zwischen den Griechen und Jesus wird es nämlich nicht geben. Wenn ich den Text so lese, frage ich mich, warum die Begegnung nicht möglich ist, warum sie nicht stattfindet. Was verhindert, dass diese Menschen, die vielleicht Fragen haben im Bereich des Glaubens, Jesus begegnen? Eine mögliche Antwort steckt vielleicht in Ihrer Anfrage selbst. Wir wollen Jesus sehen. In Johannes Evangelium ist das Verb sehen mit der Brille des Glaubens zu verstehen. Wenn diese Menschen fragen, ob sie Jesus sehen können,
möchten sie vermutlich nach dem Zugang zu den Glauben an ihn und an Gott fragen. Wir wollen Jesus sehen, das heißt so viel wie, wir wollen glauben. Wir möchten den Glauben haben. Doch dann fällt die Antwort Jesu ziemlich steil und brutal. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Die Stunde ist gekommen. Und weil sie gekommen ist, ist die Begegnung mit Jesus nicht möglich. Glauben durch Sehen ist erstmal nicht mehr dran. Ein anderer Weg soll gefunden werden. Die Stunde ist gekommen. Der Satz klingt ein bisschen düster, denke ich. Als ob es ein Vorher und ein Nachher geben würde. Vorher war die Begegnung, das Treffen mit Jesus möglich. Analog, als ein Zugang zu dem Glauben. Nachher muss ein anderer Weg gefunden werden. Die Stunde ist gekommen, der Satz Jesu bringt einen Bruch mit sich. Und Jesus lässt nicht locker. Er ergänzt seine Aussage durch ein Mini-Gleichnis. Und schon die Einleitung zu diesem Gleichnis zeigt mir, wie wichtig für ihn diese Worte sind. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ja, liebe Gemeinde, da kommt der Zusammenhang zwischen meiner Tomatenzucht und dem Glauben. Die Stunde ist gekommen, dass das Korn in die Erde gelegt wird. Die Stunde ist für Jesus gekommen, dass er durch die Passion bis zum Kreuz durchquert. Und er weiß schon, was er erleben wird, was ihn erwartet. Seine Verherrlichung. Sie sieht aber ganz anders aus als das, was ich mich vorstellen würde, wenn ich das Wort höre. Verherrlicht werden heißt für ihn nicht vergöttert werden, sondern kündigt für ihn seine Passion an. Und der Weg geht nicht an dem Tod vorbei. Es klingt zwar unschön, dafür aber für mich überzeugend. Aber Jesus bleibt nicht bei dem Tod stehen. Das Korn muss nicht ohne Grund ersterben. Für mich heißt es, solange der Glauben bei dem Sehen bleibt, bei dem Wunsch nach einer Begegnung, die mir alles beibringen würde, dann bleibt der Glauben ohne Wirkung. Er bleibt allein und ich auch mit meinem Durst nach mehr. Aber wenn er stirbt, wenn der Glauben nicht mehr bei dem Sehen in Stocken gerät, das heißt, wenn der Glauben sich verändert, sich entwickelt, dann wird er mehr. Und nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Aus einem Korn wird eine ganz schön große Pflanze. Eine Pflanze, die viel Frucht bringt. Und das ist für mich ein Grund, Freude zu spüren, trotz
der Ankündigung des Todes, des Sterbens Jesu. Weil es mir Hoffnung gibt, dass sowohl für eine Pflanze als auch für uns es ein Nachher gibt. Liebe Gemeinde, seit einem Jahr müssen wir auf vieles verzichten. Vielleicht sind dabei auch einige Sachen, die unsere Leben so gefüllt hatten, dass wir eigentlich keine Zeit mehr dazu hatten, die wichtigen Sachen zu tun und zu erledigen. Vielleicht auch sind wir manchmal an unsere Grenzen gekommen und dabei auch erstorben. Und trotzdem fehlen uns die Treffen, die Begegnungen, die Gemeinschaft. Und deshalb habe ich mehrere Gemeindemitglieder gefragt, worauf sie sich freuen. Worauf hoffen sie eigentlich? Weil die Hoffnung immer wieder einen Horizont schenkt, ein Ziel schafft, das wir vielleicht gemeinsam erreichen wollen. Anja, worauf freust du dich? Ich freue mich darauf, dass ich im Chaos dieser Welt nicht alleine dastehe, sondern dass ich Gott im Gebet Dinge anvertrauen kann, meine Familie, andere Sachen, die mich beschäftigen, dass ich weiß, er kümmert sich, er lässt mich nicht alleine und das macht mich dankbar, glücklich und zufrieden. Und selbst wenn alles so chaotisch ist, wie es momentan ist, kann ich doch trotzdem Frieden haben in mir drinne und weiß es, Gott kümmert sich und das hilft mir. Ich freue mich darauf, wenn Corona wieder vorbei ist und man mehr mit Freunden und der Familie unternehmen kann. Ich freue mich darauf, dass wir wieder Fußballtraining haben im Verein in ein paar Tagen, also wenn Corona dann wieder rum ist. Ich freue mich auf Familienfeiern und ich freue mich darauf, dass die Schule endlich wieder richtig losgeht. Vor allen Dingen freue ich mich auch darauf, wieder im Posaunenchor zu spielen. Ich freue mich, wenn Corona vorbei ist, dass man sich dann wieder mit Freunden treffen kann und auch andere Sachen wieder besser machen kann. Felix, worauf freust du dich? Vielleicht auf die Schule? Das auch. Und das auch. Ja, das ist nervig, zu Hause Unterricht zu machen. Und dass man keinen Abstand mehr halten muss nach Corona. Dass man ins Schwimmbad wieder kann und mal schnell einkaufen, schnell was holen kann. Ja. Diese Frage, liebe Gemeinde, ist auch für Sie zu Hause. Worauf freuen Sie sich? Worauf hätten Sie Lust? Dabei ist es egal, ob es irgendwann zustande kommt oder nicht. Viel wichtiger ist der Weg. Der Weg, der uns über den Tod hinaus zum Leben bringt. Die Stunde ist gekommen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun das nächste Lied, O Durchbreche alle Bande.
Wir beten miteinander und füreinander. Ich lege meine Angst in dein Vertrauen. Ich lege meine Wunden in deine heilenden Hände. Ich lege meine Scham in dein Verstehen. Ich lege meine Schuld in dein Erbarmen. Ich lege meine Sehnsucht in deinen Traum vom Leben. Ich lege meine Grenzen in deinen Blick voll Liebe. Ich lege mein Zögern und Zaudern in deine Entschlossenheit. Ich lege meine Unsicherheit in deinen festen Schritt. Ich lege meine Masken in deine Ehrlichkeit. Ich lege mein Dunkel in dein Versöhnen. Ich lege meine Unruhe in deine Stille. Ich lege meine Armut in deine Fülle. Jesus, ich lege mein Herz, das sich nach Liebe sehnt, in dein Herz, das die Liebe ist und das Leben und die Lebendigkeit. Und wie Jesus uns gelehrt hat, sprechen wir gemeinsam zu dir. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Heute sammeln wir eine der Pflichtkollekten ein, die seitens der evangelischen Kirchen in Deutschland erbeten werden und vollständig für diesen Zweck bestimmt sind. Mit ihrer Kollekte unterstützen sie eine Initiative der evangelischen Kirche in Deutschland, junge Erwachsene in ihren christlichen Glauben zu begleiten und ihnen innovative Räume des Glaubens zu öffnen. Unter anderem soll die Integration junger Geflüchteter und Migranten durch Bildungsangebot unterstützt werden. Am kommenden Sonntag, am nächsten Sonntag, kommt die Videoandacht, der Videogottesdienst aus Hatzbach, aus dem Pfarrbezirk Josbach, mit Pfarrerin Julia Lange. Nun hören wir das letzte Lied, Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, als Überleitung zum Segen, Segen, den wir danach, nach dem Lied, von Gott empfangen werden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.